täglich. Also wir können es ja halt nicht verringern, die Lehrer. Ist eigentlich egal. Manche machen das auch halt Hefter und iPad oder Tablet, also digital. Also eigentlich das Erste, was wir morgens machen, ist unsere iPads rausholen. Und dann auch im Unterricht ist immer so gestaltet, dass wir Sachen selbstständig nachschauen, recherchieren. Da sind die digitalen Medien permanent und ständig im Einsatz. Also eigentlich benutzen wir digitale Medien täglich, also zum Beispiel die Dokumentenkamera, und dann beamen wir das an die Tafel. Ja. Ja, also meine Lieblings-App ist auf jeden Fall GoodNotes. Man hat in der App viele Möglichkeiten, sehr viele Dateien abzuspeichern, diese dann auch gegebenenfalls noch zu bearbeiten. Man hat immer alles auf einen Blick, da uns die ganzen Dateien in Skripten vorgefertigt rübergesendet werden, hat man immer alles gleich und man findet recht schnell, wo man einfach hin muss und lernen kann. Ich arbeite hauptsächlich über ISAF. Das ist unsere Schulplattform, über die können wir auch mit den Lehrern schreiben oder können uns im Unterricht auch mit mehreren Links halt arbeiten. Das ist Betamax, das ist Mathematik. Da kann man eben da oben da Videos anklicken, wenn man da noch nicht so gut drin ist. Ja. Also bei OneNote kann man halt die Hefte ersetzen. Und da ist jetzt zum Beispiel eine Mindmap. Man kann auf Deutsch klicken und da kann man dann halt was hinschreiben, was man an diesem Thema gelernt hat. Und da so ersetzt man halt den Hefter. Um uns richtig zu organisieren, haben wir so einen Vertretungsplan, also eine App, DSB Mobile. Und da sehen wir halt schon, bevor wir überhaupt in der Schule sind, haben wir jetzt irgendwo Vertretungen, haben wir Unterstunden, die ausfallen, und hilft schon. Ja, also unser erstes war, glaube ich, in der 6. Klasse. Da haben wir in Musik Werbespots gedreht und das war, glaube ich, so unser erstes so großes Projekt. Ja, das haben wir auf jeden Fall gemacht. Das läuft sogar gerade noch. Ist im Fach BWL. Da haben wir gerade ein sehr, sehr großes Projekt laufen über eine Filialanalyse, was wir auch in unserem Betrieb dann machen und in der Schule machen, wo wir davon ausgehen, dass unsere Filiale schlecht läuft und wir dann mit verschiedenen Themen, die wir im Unterricht besprochen haben, Werbeplanung und so weiter machen müssen. Ich habe erst letzten Donnerstag ein Deutsch-Tutorial zum Thema Suchmaschinen auf meinem Tablet gemacht.